So, heute habe ich mir gedacht, zeige ich mal, wie ich diese Schlacke vom Schneiden entferne oder wie das halt ziemlich leicht geht. Ich habe jetzt hier mal ein paar so Zwerge rausgeschnitten und das ist jetzt die Unterseite vom Schnitt. Und da sieht man schon, dass halt teilweise immer vor allem bei den kleinen Konturen da immer die Schlacke dran hängt. Also die Oberseite schaut recht gut aus, aber auf der Unterseite ist halt immer dieser Rand oder dieser Brammel, den man dann wegflexen oder schleifen oder wie auch immer muss. Genau. Und ich werde die in Säure legen, also in Essigsäure, für ein, zwei Tage. Und dann ist eigentlich so gut wie dieser ganze Rand da, diese Schlacke, ist dann schon ja, fast komplett weg. Also am schönsten sieht man es eigentlich bei diesen Schmetterlingen, bei diesen ganz kleinen Ausschnitten, wie viel da unten dran hängt. Genau. Und ich werde da zum Vergleich mal, also ich hau die alle in Säure rein und einen lasse ich zum Vergleich unbehandelt und dann werde ich sie nach 2 Tagen aus der Säure nehmen und dann ja mal sauber machen. Dass man mal den Unterschied sieht, wie viel einfacher das weggeht, wenn man sie in Säure legt. Ja, nicht wundern, ich habe das aus alten, verrosteten Blech rausgeschnitten. Deswegen schaut es auch dementsprechend fertig aus. Als Säurebehälter habe ich einfach so einen Mörtel, so eine Mörtelwanne genommen und habe mir hier konzentrierte Essigsäure rein. Also es geht auch so mit handelsüblicher konzentrierter Essigsäure, die man für einen Salat nimmt. Ich habe jetzt hier einen Kanister und ich habe es bis jetzt immer mit Wasser verdünnt. Die Ladung, die jetzt drin ist, die ist pur, also unverdünnt, da ist kein Wasser dabei. Dann geht es auch schneller, aber das braucht es nicht unbedingt. Genau, ich werde die jetzt mal da reinlegen für 2 Tage und dann weitermachen. So, ich habe jetzt die Zwerge ungefähr 3 Tage, ich glaube, ja, 3 Tage waren es jetzt, in der Suppe drin liegen lassen. Und ich tue es jetzt einfach raus und im Wasser kurz abspülen, dass die Säure weg ist. Und dann zeige ich mal den Vergleich. Hier jetzt mal der Vergleich. Also das ist eben dieser eine Zwerg, den ich nicht in die Säure habe. Da sieht man jetzt eben noch den Grat überall dran. Und das ist jetzt einer von denen, die ich in die Säure habe. Also das ist die Unterseite, wo eigentlich der Grat dran ist oder dran war. Und also das meiste ist schon komplett weg. Und an ein paar Stellen hängt eben noch ein bisschen was dran. Und ich werde jetzt mal mit dem Winkelschleifer über beide drüber gehen und versuchen das ja mit zu filmen, dass man mal sieht, wie der Unterschied ist, weil da hier bei dem muss man jetzt wirklich nur ganz kurz mal drüber streifen und der ist sauber und das hier ist doch recht hartnäckig mit dem Winkelschleifer. Also ich meine, es am Rand kann man mit dem Hammerl auch leicht wegklopfen, aber wenn es dann in so Formen reingeht, in so Muster, da ja, habe ich es immer mit dem Winkelschleifer bis jetzt gemacht. Noch die Oberseite vom Schnitt, also zum Vergleich, die Oberseite von dem unbehandelten ist halt auch noch voll rostig, so wie das Blech halt einfach war, und da sieht man jetzt auch schon, da hat die Säure auch den Großteil von dem Rost schon entfernt, also auf der Oberseite ist ja kein Grat dran gewesen. Bloß halt eben auf der Oberfläche Rost und das ist auch schon alles so gut wie weg.
hat man schon gesehen, dass es recht hartnäckig geht. Ich habe jetzt nur mal kurz drüber geschliffen, weil mit einer Hand filmen und mit der anderen schleifen ist auch nicht so einfach. Und jetzt eben zum Vergleich, das andere Teil, wo eh kaum was dran ist, wie gesagt. So, ungefähr in der gleichen Zeit, in der ich jetzt hier diese kleine Stelle gemacht habe und hier von dem Unbehandelten, bin ich jetzt hier einfach ganz leicht komplett überall drüber und habe das Restliche, was die Säure nicht wegbekommen hat, noch weggemacht. Genau. Also ich finde es eine super Erleichterung. Natürlich kann man, wenn man jetzt einen besseren Plasmaschneider hat oder die Parameter vom Schneiden noch mehr optimiert, kann man natürlich den Grad auch noch wegoptimieren, zum gewissen Teil, denke ich. Habe ich jetzt bei dem Millimeter Blech noch nicht geschafft. Habe ich aber auch noch nicht so viel rumgespielt jetzt mit den Werten. Ich schneide es halt raus, schmeiße in die Essigsäure für 2 Tage. Und gehe eben mit Winkelschleifer ganz kurz nur drüber und das war's.